Hallo Internet, hier ist wieder Beckensack für euch. Willkommen zu einem schönen Sonntagsstream. Heute wieder mit Kingdom Hearts 1 in der DLDU auf Level 1, auf Profi. Ja, so ist das. Habe ich vielleicht etwas Holy getrunken? Möglicherweise. Trinke ich vielleicht noch mehr Holy? Möglicherweise. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's gut. Ich muss direkt eine Beichte ablegen. Ich habe heute eigentlich den ganzen Tag damit verbracht, Disney Dreamland Valley zu spielen. Es ist schlimm. Es hat mich im Strudel gefangen, ähnlich wie Animal Crossing mich damals gefangen hat. Es ist echt schlimm. Wir spielen am Mittwoch wieder Disney Dreamland Valley, habe ich mir gedacht. Aber heute geht's um Kingdom Hearts, ja. Heute geht's um Kingdom Hearts. Und letzte Woche habe ich ja endlich den Cup geschafft, den Phil Cup. Absurderweise war der schwerer als der Pegasus Cup. Jetzt können wir uns eigentlich wieder darum kümmern, neue Welten zu durchlaufen und möglichst keine Punkte zu verlieren, sondern Punkte zu gewinnen. Ja, das werden wir machen. Und heute auch leider wieder ohne Knöpfe. Ich habe fünfmal drauf und runter installiert. Das Stream Deck funktioniert einfach nicht mehr mit der neuen Version von OBS. Das ist richtige Grütze für mich. Aber, naja, sei es drum. Wir gehen jetzt mal ins Spiel rein. Keine Zeit mehr verlieren. Denn ich weiß, ihr seid ja gespannt wie kleine Blitzebögen, nicht wahr? So. Wie geht's euch denn so, grundsätzlich? Umut, übrigens. Hallo Umut, moinsen. Schön, dass du da bist. Moment, ich muss den Chat nach unten scrollen, sonst sehe ich das nicht. So, Chat ist bei mir nach unten gescrollt. So, jetzt bin ich wieder hier. Ich habe mir jetzt ja, Gott sei Dank, habe ich jetzt hier den Examinator. Aber ich auch nicht weiß, wie kommt der Name Examinator eigentlich zustande bei dem Ding? Ja, es sieht auf jeden Fall wack aus. Hufi, nimm mal deinen Arsch aus der Linse. So, da ist es. Ich weiß gar nicht genau, was es darstellen soll. Aber hey, es ist das stärkste Magieschlüsselschwert, glaube ich, was man kriegen kann. Vielleicht gibt es sogar noch später eins, was stärker ist. Ich weiß es gerade gar nicht, aber das haben wir jetzt. Und das heißt, jetzt wird Magie, weil in diesen Level 1 Profi ran, bei dieser DLDU, setzt man halt sehr auf Magie. Wird das richtig ballern, denke ich. Ich kann noch mal gucken, ob ich die Ausrüstung noch mal ummachen muss. Heißt Zahn und Girlande, das wollten wir haben, ne? Magie und Rufen steigt. Aber hier ist Maximum AP, Angriffs, Abwehrkraft. Die habe ich Maximum LP, Abwehrkraft steigen. Ich nehme doch lieber das noch rein. Ach, das kann ich nicht, weil ich das Perforieren drin habe jetzt gerade. Perforieren sollte ich vielleicht auch drinnen lassen, weil das hat mir echt den Arsch gerettet, ne? Ohne das hätte ich es nicht geschafft. Da bleibt alles so, wie es ist. Ja. Ich habe sowieso kein Geld, ne? Ich habe keine Taler. Oder? Soll ich hier nochmal meine Taler? Bin ich blind? Ach, da unten. 29 Taler. Ja, das ist ja eine Menge. Nee, da brauche ich auch nicht zu Chip und Chap, zu Tick, Trick und Track. In den Shop. Jetzt kann ich mich direkt wieder in mein Gummischiff setzen. Und weiterfliegen. Ist es die Frage, ob man erst Halloween Town macht? Oder erst. Erst Halloween Town oder erst. Wir können natürlich auch eine Welt skippen. Ne? Man braucht natürlich gar nicht beide. Man muss nur eine machen. Man könnte auch Welten skippen. Meistens hinterfragen das gar nicht, aber du kannst viele der Welten in Kingdom Hearts 1 tatsächlich einfach ignorieren. Du musst die gar nicht machen, um nach Hollobestien und ans Ende der Welt zu kommen. Ist jetzt wirklich die Frage, was besser ist. Es ist schwierig, ob ich jetzt... Weil auf die Sterne kannst du dich nicht verlassen. Ich weiß auf jeden Fall, Furcht, Angst und Schrecken wird richtig eklig. Glaube ich bei Oogie Boogie. Generell Oogie Boogie, wenn der dann die ganze Zeit da sein komisches Würfelspiel da macht und du ihn nicht erreichst, wird glaube ich auch und assi. Hier ist die Kacke mit dem. Ich treffe die Gegner sowieso nicht, ne? So, wobei ich kann hier auch. Ich glaube, in Atlantica kann ja nicht viel fliehen. Ich muss sowieso viel zaubern. Aber Naxi, hi, schön, dass du da bist. Und welcher wird so weniger ausrasten? Ich weiß es nicht. Ey, die Steuerung von Atlantica ist halt widerlich, ne? Aber ich glaube, die Gegner,
die sind in Halloween Town noch aggressiver als hier. Wir probieren es mit Atlantica. Nächste Woche Halloween Town passt doch besser. Ja, stimmt allerdings. Hast du recht. Falls wir überhaupt heute durch Atlantica durchkommen, das wissen wir ja noch nicht. Ich gebe natürlich mein Bestes, Kinder, aber ich kann nicht zaubern. Ja. Skaxilin, hi. Ich hatte heute einen richtig entspannten Tag. Nachdem ich die ganzen letzten Tage nichts anderes gemacht habe in meiner Freizeit, als dieses Mega-Ultra-Vlog zu schneiden. Nach 3 Stunden, ne? Ich bin selber absurd. Aber ihr wisst, nichts ist bei mir kurz. Gar nichts. Ja, so auch nicht meine Vlogs. Ja. Und ich hätte es noch viel länger machen können. Ich hatte halt über 8 Stunden Videomaterial. Ja. Ich habe sie auf 3 Stunden runtergekürzt. Also weniger als 3 Stunden, weil ich habe ja noch einiges neu aufgenommen. Wo ich einfach nur ein bisschen was zu erzählt habe. Also sagen wir mal, ich habe es auf geschätzt. So, 2,5 Stunden runtergekürzt. Da muss ich mir schon selber ein bisschen auf die Schulter klopfen, ja. Dass ich das hingekriegt habe. Und die paar Leute, die es geguckt haben, also ich habe dann vorne reingesagt, ich weiß ganz genau, es werden nicht viele Leute gucken, weil es ein Vlog und normalerweise würde ich mir auch nie im Leben einen Vlog angucken, egal von wem. Ja, und ich weiß, dass die Leute, die mich abonniert haben auf YouTube, sowas wahrscheinlich in der Regel auch sonst nicht gucken. Deswegen habe ich mir da keine Illusion gemacht. Freue mich natürlich trotzdem, wenn das viele gucken. Aber die es geguckt haben, haben mir auch immer eigentlich sehr gutes Feedback gegeben. Das ist natürlich immer nicht die Dunkelziffer aussieht, weil es immer wieder Leute gibt, die dann gar nichts zu sagen und es einfach kacke fanden. Ja. Aber ich glaube, das ist ein ganz gutes Ding geworden. So. Dino Nuggets. Ich weiß gar nicht, wie lange das heißt, dass ich Dino Nuggets gegessen habe. Muss ich vielleicht mal wieder tun. Kickpoo, hi. Wie geht's? Ich muss jetzt hier aufpassen, dass ich hier nicht sterbe. Weil Game Over ist Punkt Abzug, wisst ihr? Ich muss noch kurz ein bisschen stoppen, damit wir nicht gegen den Ring rasseln. Das ist ja 1 Stunde gehuckt. Ja, also 3 Stunden ist auch extrem lang, ne? Das ist schon klar. Das ist schon. Hat ja schon. Aus Herr der Ringe Ausmaße. Ja. Macht man nicht mal eben so. Die hat er noch nicht komplett gesehen. Ja. Was sagt Doofy? Doofy. Goofy. Monsters war schon, wir sollten schnell weiterfliegen. Ja, sollten wir. 9 Stunden auf der Arbeit, das Nachtschicht, was? Glaubst du? Kriegst du hin. Na, 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 na. Derbt! Hier, Kackdinger. Das war auf jeden Fall auch gut, dass ich das Gummischiff zwischendrin nochmal ein bisschen geupgradet habe. Ansonsten würde ich hier richtig schwitzen. Glaube ich. Aber die Route nach Hollow Bestien und zu Ende der Welt ist richtig fies. Auch wenn du dein Gummischiff später aufgewertet hast, ein bisschen, ist das immer noch eklig, glaube ich. Da haben wir Atlantica. So, wir landen. Ach ja, Donald, wir müssen erstmal verzaubern. Wir werden jetzt trinken. Quack. Ich bin Donald, der Zauberer. Nicht Daniel, der Zauberer? Nee, das war wer anders, ne? Tja, Markus, würde ich sagen, guck das Video zu Ende. Speedorino! Hi, schön, dass du da bist. Langsamer, lass mich nicht zurück!
euch, Sebastian. Sie sehen nicht aus wie welche von denen. Richtig, Fabius? Ich weiß nicht. Sie sind irgendwie seltsam. Checker, vielen Dank für den Sub. Schön, dass du da bist. Was meinst du? Sie sind ein wenig anders. Woher seid ihr? Wir kommen von ziemlich weit her. Und wir sind diese Gewässer nicht richtig gewöhnt. Oh, verstehe. In diesem Fall... Sebastian kann euch zeigen, wie man hier herumschwimmt. Ariel, König Triton wird das nicht gefallen. Oh, keine Sorge. Hemden zu helfen? Wird ihm nicht gefallen? Triton ist ein richtiges Arschloch. Du hast Leiter an, okay? Jetzt lernt ihr richtig zu schwimmen. Ja, ja. Ah, fang den Fabius. Hier das erste Bild von Fabius in dem in der Realverfilmung von Ariel gesehen. Er ist komplett Nightmare Fuel, ne? Komplett Nightmare Fuel. So. Hoch, runter, okay. Unter dem Meer. Wo ist er jetzt? Ganz oben? Ja, ganz oben. Blub, blub. Blub, 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 blub. Got it. Gut gemacht. So, jetzt zur Selbstverteidigung. Sebastian! Ja! Guter Mut, hi. Ich tue dir jetzt vorbei, was ihr mögt. Bei der Szene denke ich immer, er kneift Sora gleich in die Nippel, wie er da angeschwommen kommt. Quietsch. Ja, nur, oh. So, die Quallen werden jetzt umgehauen. Ach, Donald. Jetzt rasieren wir hier richtig, ey. Da wir den Examinator haben. So, meine geliebte Ariel, welches Level hat sie eigentlich? Ups, nein. Wollte ich nicht mit meinem Prügel hauen. Vorbei. Auslegungssache. Entschuldigung. Warte mal, Schluck. Ist so warm hier. Wenn Ariel auf dem Bildschirm ist. Die Kreaturen haben uns verfolgt. Lange wir ihnen folgen, verirren wir uns nicht. Weißt du, Leute müssten einfach nur auf das hören, was ihnen auch in den Dialogen gesagt wird. Dann würden sie sich auch in dieser Welt nicht verlaufen. Ja, gucken wir uns mal an, was Ariel so kann. Wie viel Level hat sie? Sie hat Level 2, ja. So. So, warte mal, was kann weg? Oh, Potion, Vita Potion, Blitz Potion. Viralschlaube. Ich. Ist alles gut, was sie drin hat. Charmeur wäre ganz gut, damit ich hier... Ich kann eigentlich nicht rausnehmen, weil sie hat keine MP. Sie hat 0 AP, AP übrig. Charmeur hätte ich gerne noch. Aber ich habe nichts für sie, was noch ihre AP erhöht, glaube ich. Und Abilitamin und so weiter ist ja verboten. Könnte man das ja denen geben. Wobei, was habe ich in die Regeln geschrieben? Habe ich in die Regeln geschrieben, dass man das nicht Donald, Sora, Donald und Goofy geben darf, ne? Oder habe ich gerade selber ein Schlupfloch entdeckt? Ich könnte Ariel boosten. Was habe ich, Chat, was habe ich in die Regeln geschrieben nochmal? Ich kann auch nochmal gucken. Ich habe das ja, glaube ich, noch auf dem Handy, das Sheet. Aber auf dem Discord bin ich jetzt nicht so fix. Mal gucken. Badam, bam, bam, bam. Bam, bam. Ich muss mal schauen.
Alle Rüstungsgegenstände sind erlaubt. Ihr könnt Zoradon und Goofy mit jeder Waffe Accessoire ausrüsten, die ihr im Spielverlauf bekommt. Items, welche eure Stats permanent erhöhen, wie Schutzengaben und wir sind aber verboten. Okay. Schade. Okay. Dann darf ich es nicht benutzen. Ich habe es allgemein gehalten. Ich habe es nicht auf Zoradon und Goofy spezifiziert. Darf ich nicht. Okay. Ja. Ich würde generell, ich würde so einiges gerne mit Ariel machen, ja. Ja, Items sind verboten generell. Aber was nicht verboten ist, speichern. Das müssen wir auch ab und zu mal machen. Deswegen machen wir das jetzt. Wenn die Regel ein Gesetz wäre, würde ich sagen, dass du das darfst. Ja, nein, ich habe die Regeln selber aufgestellt. Und ich habe mir damals auch irgendwas dabei gedacht. Das ist schon wieder ein bisschen her, dass ich das gemacht habe. Ja, aber nein, das lassen wir so. Ich könnte ja aber zumindest Ausrüstung, könnte ich Ariel noch geben. Sie hat ja aber Protoskelette, Blitzring. Geben wir nochmal einen Blitzring. Was braucht sie eigentlich? Wobei, komm, Energiereif. Wobei, ach nee. Chia-Reif. Goofy. Lassen wir so, wie es ist. Bleibt alle so, wie es ist! Goofy hat nichts Neues gelernt und Donald sowieso nicht. Der ist auch gar nicht in der Gruppe. So ist er aber. Okay, der hat gar keine Abilities. Uno, halt. Uno, dos, tres. Ah, geht nicht auf, weil die Nullis da sind. Ja, Feuer unter Wasser ist nicht unbedingt so gut. Jetzt aber, ich hätte gern, dass du dich mir öffnest. Öffne dich mir, Muschel. Aber Mittelerz. Was ist hier drin? Na komm. Mega-Eder. Mega-Eder für den Peter. Das ist gut. Da hinten ist auch noch so eine... Noch zwei Muscheln. Ach, ich hab die nächsten Flossen noch nicht. Man nur halt sagen sollte, dass er sich hier eher mit Blitzmagie vielleicht zurückhält. Selbst wenn wir es ihm sagen würden, das würde ihn nicht jucken. Würde ohne Rücksicht auf Verluste würde Donald weitermachen. Ja. So, da haben wir mal drauf. Elixier, das brauchen wir auch, das ist sehr gut. Ich glaube, die ist damit beschäftigt, ihre Haare zu färben. Erstarre. Selbst wenn, das wäre ja wirklich Cheat. Das wäre ja mit Vorsatz sogar. Ja, doppelt scheiße. Nee, sowas machen wir ja nicht. Wow. Guck mal, Ariel hat sich um mich gesorgt. Habt ihr das gehört? Kacke, jetzt habe ich keine Dreier-Kombo mehr. Eine Hütte! Eine Hütte! So, ich gucke jetzt hier lieber nochmal, nicht, dass ich irgendwelche Items vergesse. Ein paar Talerchen kann ich eigentlich auch mal ganz gut gebrauchen. Ich komme ja sonst nicht an Geld. Man geht ja hier eher in dem Run den Kämpfen aus dem Weg. Was halt dazu führt, dass du immer Geldknappheit hast eigentlich. Ich könnte natürlich noch ein paar Items verkaufen, die ich sowieso nicht benutzen kann, wie die Abilitamine und so. Ich weiß aber gar nicht, wie viel die geben.
Geh auf! Ach ja, halt. Megapoison. Da war gerade hier an der Seite war auch noch was, ne? Vielleicht mir das nur eingebildet. Da. Da hinten. Ne, da war ich vorhin schon. Ich weiß, wo es lang geht. Ich weiß aber nicht, wo meine Muscheln sind. Na, 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 na. Na, 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 na. Ach, Donald. Blub, blub, blub. Wir schwimmen jetzt mal schnell hier lang. Und wir wollen da lang. Wir wollen nicht nach oben, deswegen ignorieren wir die Augenwerfer auch. Weil uns das sonst wieder nach oben drückt hier. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ja, beide sind down. Hab ich mir gedacht. Surprise, motherfuckers! Oh, guck mal, Ari hat mich gehalten. Blub, blub. Ach, Dolan. Ja, habt ihr ihn gleich? Na gut, wir haben es geschafft. Hier waren auch noch ein, zwei Muscheln, glaube ich, hier in dem Bereich, oder? Hütte! Wenn so eine ganze Hütte einfach in so einer kleinen Muschel unter Wasser findet, okay. Auf geht's nach oben. Da müssen wir aufpassen wieder. Rex Jumbo. Das ist gemoddet. Spielst auf dem PC. Oh, 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 nicht gut. Gar nicht gut. Fuck off. Fuck off. Nicht gut. Gar nicht gut. Bin ich in Ari jetzt versteckt schon? Ja, kann ich. Nur retten. Ja, ich bin ein kompletter Hacker, Mann. So, was da drin? Eine Mega-Poison. Komm schon! Hier war irgendwo, weiter oben war noch eine Schatztruhe, die man aufmachen kann. Da bin ich mir sicher, eigentlich. Da. Ups. Eine scheiß Hütte. Da, 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 da. Eine verlorene Seide. Oh, die brauchen wir. Ich glaube, ich sage das jedes Mal, wenn ich hier bin. Aber wusstet ihr, dass hier in Final Fantasy 7 Easter Egg drin ist? Man kann hier das Nibelheim-Team hören, bei dieser Spieluhr. Hört nur ein bisschen anders. Das ist tatsächlich das Nibelheim-Team, wenn man es sich genau anhört. Aus FF7. Dieses Tick. So. Vielleicht haben wir jetzt mehr Glück. Wenn wir keine MP mehr haben, ist schlecht. Dann ist hier Achterbahn. Danke für den Sub, Lucci! Dankeschön! Schön, dass du da bist. Habt ihr denn? Sind doch Mods da und Richie ist doch auch da. Ja, okay, da kann ich noch nicht. Komme ich an die Muschel ran ohne das Gegner? Natürlich komme ich da nicht ran ohne das Gegner spawnen. Aber ich muss euch doch ein bisschen MP sammeln. Ariel, kümmere dich nicht um Donald. Du sollst nur Augen für mich haben. Komm schon! Leben!
nackte, tote Glubsch-Dinger aus der Hölle. Haben wir einen Drop da, eine Hype-Potion. Immerhin das. I need that sweet, sweet MP. So, kriege ich jetzt die Muschel auf. Mega-Eder! So, war hier noch eine Muschel? Da hinten die Eisrahmmuschel, ne? Muss ich aber erst wieder die Gegner umhauen. Sonst ist sie mir nicht vergönnt. Augenwerfer finde ich tatsächlich am gefährlichsten, weil die sich halt teleportieren können. Und du dann nicht weißt, aus welcher Ecke sie kommen. Grüße aus Bayern, grüß Gott zurück. Rammstein-Fan Nummer 1. Guck mal, du hast eine gute Tat gemacht, der hat Ariel geheilt. How dare you? Kleiner Tintenfisch. Walle, was auch immer. Komm schon! Du sagst kommt schon, ich war nie weg. So, jetzt kann ich hier. Mithril Erz. Ich glaube, damit habe ich auch alle Muscheln. Bin mir gerade nicht sicher, aber. Weißt du, wir gehen zum Palast. Hinomelu, hallo. Hoffe, dir geht's gut. Hoffe, dir geht's senkrecht. Ey, das ist echt so gut, ne? Ey, das Schlüsselschwert mit der Magie, das haut jetzt richtig rein. Das ist so nice. Da, 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 da. Ey, was soll der Scheiß? Das Ding war gerade schon offen. Und nur weil der Typ Auge gemacht hat. Ja. Geht das Ding wieder zu. Aber ist okay. Muss man erstmal machen können. Da ist die Blitzmuschel. Da unten war da auch noch eine, ne? Gut, machen wir trotzdem erst die Blitzmuschel. Na komm. Mithril-Erz. Versuchen wir unten drunter durchzudiven. Wie finde ich die Gegner auf der Brücke? Triggern. Elixier. Ich glaube, das waren alle, ne? Da drin ist noch eine weiße Triotech. Hier ist noch eine. Hüde! Aber spawnen hier keine mehr. Oh, hier spawnen tatsächlich keine mehr. Ich dachte, hier spawnen noch. Ah, hier vorne. Nee, nee, nee. Ich lasse nochmal schön in Ruhe. Uiuiui. So, jetzt bin ich wieder ruhig. Das war sehr knapp. Solange ich meinen Dreizack habe, werde ich diese Kreaturen innerhalb des Palastes nicht dulden. Oh, Ariel, wann wirst du endlich verstehen, dass es gefährlich ist? Da draußen lauern seltsame Kreaturen. Zum Beispiel Donald. Habt Acht! Ihr schwimmt vor dem Herrscher der Meere! Seine Majestät, König Triton! Und wer ist das? Mit ihnen haben wir diese Kreaturen besiegt.
Sie kommen mir nicht bekannt vor. Wir kommen von einem Ozean sehr weit entfernt. Ja, wir sind hier, um das Schlüsselloch zu suchen. Das was? Was ist das? Na ja, das ist... Sowas gibt's hier nicht. Bestimmt nicht hier. Aber Vater! Ariel, kein Wort mehr. Du darfst den Palast nicht verlassen. Ist das klar? Und dein bekackter Palast besteht nur aus ein paar Säulen. Ach, vielleicht bin ich zu streng. Ich bin doch nur um ihre Sicherheit besorgt. Natürlich, Eure Majestät. Aber zugegeben, jetzt bin ich ziemlich neugierig auf das Schlüsselloch. Das hat dich nicht zu beschäftigen, Sebastian. Hast du etwas zu berichten? Wie ihr vermutet hattet, Euer Majestät, sie scheinen aus Ursulas Grotte zu kommen. Ich wusste es. Diese Meerhexe führt nichts Gutes im Schilde. Die Verbannung aus dem Palast hat sie wohl nichts gelehrt. Ja, sie stellt eine Bedrohung dar. Und ich hab dir doch befohlen, Ariel von Gefahren fernzuhalten. Oder etwa nicht? Euer Majestät, bitte, Was soll das kleine Krustentier denn bitte machen? Ja? Wenn die will, wenn Sebastian ihr sagt, Ariel, da sollst du verboten dahin zu gehen, da setzt sie sich noch mit dem Arsch drauf. Ja. Ich bitte dich. Ja? So, die ignorieren wir. Die sind nämlich fies. Sie kneifen. Weil ich stelle mir so vor, dass das Almanaxi gerade geschrieben hat. Ich stelle mir so vor, er ist hier wie Ray aus Scary Movie 1. Hey, sehe ich mit dem Hemd irgendwie schwul aus? Nö, nee, ist cool. Verknotet ist, macht es super gay. Und wie ist es jetzt? So. Ich schnappte ja, ich könnte es ihm nicht verübeln. Aber wenn ich ein Krustentier wäre an Ariels Seite. Oh, meine Zangen würden glühen. Sebastian, maximum creepy, wie er da gerade am Eingang stand. Ja. Mehr schauen, abschauen. Ach, diese dämlichen Trottel werden das Schlüsselloch nie finden. Aber das Mädchen könnte sich nützlich erweisen. Und ich habe die Herzlosen auf meiner Seite. Triton, mein alter Freund, dein Stündchen hat geschlagen. Komm, Ursula sieht aus wie eine alte Freundin von meiner Mutter früher. Ich dachte bei Ursula auch immer, dass es... Die hieß Kiese. Ich dachte immer, das ist Frau Kiese. Nein! Das war maximum weird und verwirrend. Ich habe doch gerade schon gezaubert. Fick die Hände. Nein, Punktabzug. Wie viele Punkte habe ich gerade? Ah, ich müsste in die Tabelle gucken. Scheiße! Nein, das war... Unnötig jetzt. 4, dann waren es jetzt nur noch 3. Da. Komm schon! Hilf mir bitte! Komm schon! Nein. Feuer! Erstarre! 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 Au! Guck mal, da hat er mir einmal eine gewatscht, ja? Und dann sowas. Erstarre! Alter! Leben! Erstarre! Ich muss ja die Gegner hier klären und krieg, glaube ich, nichts Command für den Delfin, ne? Komm schon!
Boah. Ja, jedenfalls sah sie aus wie eine Freundin von meiner Mutter. Und ich dachte immer, what the fuck is going on? Die war zwar nicht so dick, aber die hatte eine ähnliche Frisur und auch immer übertriebenes Make-up oft. Und hatte, weil die eine absolute Kettenraucherin war, so eine brutal kratzige Stimme. Das war für mich immer Ursula, die Meerhexe. Oh, Items. Nicht gut, nicht gut. Gar nicht gut. Immer noch nicht gut. Was ist denn? Boah. Egal. Ich hole die Punkte wieder rein. Wenn ich die Welt abschließe. Donald zu spät. Komm schon! Erstarre! So, Delfin, bleib hier. Beziehungsweise kommt zu mir. Ich glaube, scheißegal, was Ursula gefällt und was nicht. Kann mich mal am Arsch lecken. So. Wo ist der Delfin? Da ist er. Ich hänge mich mal ganz kurz an dein Flösschen. Oder flößt ihr hier nur im Kreis? Ja, okay. Er floss hier nur im Kreis. Hier ist auf jeden Fall der Speicherpunkt. Gar nicht. Nee, hier ist kein Speicherpunkt. Ich dachte, dass ich mich hier kurz aufladen kann. Scheinbar nicht. Zumindest was da lassen können hier. Stopp. Ach, der Assi. Den kriege ich doch jetzt nicht. Ich meine, wir können es probieren, aber viele Hits kriege ich da jetzt nicht rein. Ja, zumindest eine Potion. Entschuldigung, Potion. Wo ist der Delfin? Wo ist der Delfin? Kommt er nochmal wieder? Ich glaube gar nicht. Ich glaube, er kommt nicht wieder. Muss ich in den Kartenabschnitt gehen?
Flipper, wo bist du? Jedenfalls hier ein Arschloch. Komm schon! Zack! Zack! Erstarre! Donald! Erstarre! 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 Oh nein, das Ding teilt sich auf. So. Kann halt nicht, wenn die... wenn die Gegner da sind. Wenn mir jemand zuguckt, kann ich nicht. Verfickter Ernst, Alter! Boah! Okay, Ariel klatscht ihn auf jeden Fall richtig. Zwei Punkte. Ist das Leben nicht schön? Einfach deine ganze MP verbraten möchtest. Geh einfach hier kurz hin. Es nimmt kein Ende. Feuer! Junge! Dieser kleine Pfütze Energie, den hatte ich nämlich gerade auch nicht mehr. Das hatte ich nicht gesehen und deswegen war ich dann down. Ich habe nicht gesehen, dass mir tatsächlich ein ganz kleines bisschen Energie fehlt. So. Wo ist jetzt der Delfin? Keine Ahnung, aber ich bin ein Gegner. Hey Donald, was ist mit dir? Ich sehe mich gleich schon wieder tot. Komm schon! Delfin, komm her! Das ist der Delfin. So, wir warten jetzt, dass der Delfin zu uns kommt. Meine Güte. Du sollst unten lang, Delfin. Also. Sonny Bonnie, hi, wie geht's? Da ist das Schiffswrack. Und jetzt schon der verfickte Hai. Das ist gerade gar nicht. Gut, hier sind Freunde, nicht unser Futter. Das ist ein anderer Hai, aber wie sehen sie ähnlich? Da muss ich hier noch gar nicht hin. Bin mir gerade nicht sicher. Sebastian braucht hier, ne? Da brauche ich Sebastian, aber der ist gerade nicht am Start.
Ich glaube, ich muss erst noch mal wieder zurück zum Palast, ne? Kann das sein? Klick, klick. Mittelerz. Die beste Kängurus-Welt, meinst du? Bei mir. Auf jeden Fall das beste Partymitglied mit Ariel. Ah, ich muss ins Wrack rein. Okay. Das war für mich damals ein krasser Jumpscare. Der hat mir in die Hose geschissen. Ja. Seltsam Sound, wenn man drauf haut, das Schlüsselschwert. Sieht als wenn man gegen so ein halbvolles Reagenzglas haut oder so. Ein bisschen. Weißt du, was ich meine? Leider schon, dass da schon so die Kamera, der Kamerawinkel sich verändert, so wie Resident Evil mäßig oder so, ja? Ich hab mir damals so in die Hose geschissen. Ich hab komplett Panik bekommen. X, wie weg hier. Ich hab mich mit Karaga und Don-Gerichten überfressen. Gibt Schlimmeres, Gizu 6. Es gibt Schlimmeres. Und, was einige übersehen, diese Schatztruhe kann man tatsächlich öffnen. Da. Scheiß mich heute noch per Fernsehen in einem Vulkan, wo der Scheiß durchs Haus wird. Ja, das ist auch eine fiese Szene, das stimmt. Hallo, Fabius. Daddy Issues in 3, 2, 1. Ariel, du hast wieder nicht gehorcht. Du solltest doch den Palast nicht verlassen. Sebastian, die Petze. Vater, nein! Pass auf die Gier. Wie konntest du? Junger Mann, du bist nicht aus einem anderen Ozean. Du bist aus einer anderen Welt. Hä? Dann bist du der Schlüsselträger. Woher wissen Sie das? Du magst Ariel täuschen, mich nicht. Du kannst ja nicht mal mit deiner Schwanzflosse umgehen. Als Träger des Schlüssels solltest du wissen, niemand darf sich in Angelegenheiten anderer Welten einmischen. Natürlich weiß ich das, aber... Du hast diese Regel verletzt. Der Träger des Schlüssels stört den Frieden und bringt den Untergang. Das würde Sora nie tun. Ich danke dir für die Rettung meiner Tochter. Aber in meinem Ozean ist kein Platz für dich und deinen Schlüssel. Interessante Plotdetails, die man in Birth by Sleep hätte erklären können oder so, aber die man einfach vergessen hat. Schade! Oh je. Das arme Kind leidet solche Qualen. Schade. Wenn wir doch nur etwas tun können. Herr Tauker kennt mich. Warte, vielleicht kann sie dir nützlich sein. Genau, vielleicht kann sie dir nützlich sein. Ja, sie hätten es auch in Dark World aufgreifen können, aber haben sie auch nicht gemacht, ne? Oh, sie würde dir sicher helfen. Sie könnte alle deine Träume wahr machen. Ursula kann helfen. Du hast gerufen. Du bist Ursula. Ich hab mich gefragt, ob... Ganz ruhig. Ich bin von Natur aus hilfsbereit.
Lass mich raten. Du möchtest dir gern andere Welten ansehen. Also das lässt sich einrichten. Schließlich stammen ja deine neuen Freunde auch aus einer anderen Welt. Was? Aber sie hatten Unterstützung. Diesen mysteriösen Schlüssel. Ach, herrje. Kopf hoch, Schätzchen. Big Mom ist da, ja. Du hast auch etwas Besonderes. Jetzt hör gut zu. Ach, Goofy, auch noch da. Die versuchen wir zu ignorieren. Zweimal dazu beim Death-Counter eigentlich. Falls das keiner gemacht hat, merken wir das auch so. Müssen wir das später noch machen vielleicht. Hier ist er nicht. Ja, wir spielen Mittwoch wieder Dreamlight Valley. Julian. Julio! Roxas 2706, schön, dass du den Weg von YouTube hierher gefunden hast. Hi. Kurakor, danke für den Sub. Wie, ich habe nicht genug hier Stopp jetzt? Na gut, dann hau ich da einmal drauf. Jetzt verärgert, dann kann ich den anderen aber stoppen. Wo ist er? Wo sind die jetzt alle weg? Ah, sie sind alle weg. Eigengrütze. Mit denen legen wir uns nicht an. Vor allem, wenn ich nur noch so wenig MP habe. Verdammt. Machen wir das Ganze normal. Und jeder, der den Stream später guckt, auf YouTube, ich freue mich immer, wenn ihr mir einen Kommentar schreibt. Wenn ihr das gerade guckt, dann schreibt mir jetzt als Kommentar Eigengrütze. Los, tut es. Eigengrütze für YouTube. Die bekackten Seeigel da, ne? Die sind auch gefährlich. So. Stopp! Gib mir MP. Hier. Give me that sweet, sweet MP. Seid jetzt umgezogen, Linus? War das heute? Oder fangt ihr jetzt an? Wupp, wupp, wupp. Immerhin habe ich jetzt ein bisschen MP für den Worst Case. Ich glaube, das Schlüsselloch, das sie suchen, ist irgendwo im Palast. Wenn du mich dorthin bringen könntest, meine Liebe, ohne dass dein Vater davon erfährt, könnte ich dir diese anderen Welten, nach denen du dich so sehnst, eröffnen. Maximum dämlich, was Ariel da tut. Stimmt, ich könnte die Hütte auch benutzen, Joko. Du hast vollkommen recht, habe ich gar nicht dran gedacht. Danke für den Tipp. Ich habe nicht an die Hütte gedacht, das stimmt. Ja, weil man die in einem normalen Playthrough benutzt man die auch nicht. Also sehr selten.
Danke, hast recht. Ich könnte Hütte benutzen. Der Dreizack ist mein endlich. Ohne deine Hilfe hätte ich das nicht geschafft, meine Liebe. Ursula, nein! Das wollte ich nicht. Tja, verkackt. Warum denn nicht? Willst du ewig unter der Fuchtel deines verehrten Herrn Vaters stehen? Tage, gute Nacht. Ja, wir hatten eine Abmachung, nicht wahr? Zeit für einen kleinen Abstecher in die finstere Welt der Herzlosen. Wir können das Schlüsselloch nicht finden. Das Schlüsselloch ist nicht hier. Was? Oh, wir bekommen Gesellschaft. Ihr kommt leider zu spät, meine Süßen. Einen kleinen Abstecher, sagt sie, während sie einen Dreizack in der Hand hat. Hätte jetzt eigentlich gedacht, sie sticht jetzt Triton ab, aber nein. Taco verschenkt 2 Subs, dankeschön. Danke, Taco. Kommt nur kurz rein, sagt, oh, ich bin müde. Verschenkt 2 Subs und geht wieder. Okay, danke. Wartet, ich komme mit euch. Mein Vater ist verletzt und das ist meine Schuld. Ich muss Ursula stoppen. Ganz recht. Ich werde dir folgen, Ariel. Rufi raus, Ariel rein. Ja, und auch er sagt dir eigentlich, ey, du musst auf den Zauberkessel hauen. Roxas, danke für den Zap. Also, wir haben gespeichert. Haben wieder volle Energie. Und der Bossfight, der wird jetzt auch eklig. Da brauchen wir auf jeden Fall Items. Den ignorieren wir. Der wird uns nur Schmerzen bereiten. Ich weiß schon, warum ich den ignoriere. Guck mal, Donald mal geklärt. Richtig Druck auf den Kessel. Weiß nicht, wie viel. Bardruck, der hat do. Au. Was fickt euch? Erstarre. So. Immer ein bisschen Taler. Muss ich das mal kurz jetzt hier die Drecksarbeit erledigen, wenn die beiden nur voll rumliegen. Hier schneller zurück. Schneller dahin. Hab schon, ne? Ja, zum Wrack. So. Wo ist das Ding? Da hinten. Ach nö. Dem Kumpan habe ich jetzt gar keine Lust. Ich wollte einmal so ein bisschen gegrillten Haifisch machen. Gar nicht gut. Danke, Ariel. Könnt ihr nicht mal irgendwie jetzt kämpfen? Gegen das Ding. Oh crap. Abzuwarten, dass das passiert. Der hat aber auch extrem viel Health, ne? Einen Punkt haben wir jetzt nur noch, glaube ich, ne? Vielleicht schaffe ich es ja, den Kampf nicht zu initiieren. Wenn ich hier ganz tief auf dem Boden bleibe. Weil der bringt mir sowieso nichts. Dafür ist jetzt keine Zeit. Warum? Was soll ich denn noch anderes tun?
schon! Muss ich erst den Typen besiegen, oder was? Ja, sein, dass ich ihn halb besiegen muss. Was ist denn? Okay, ich bin runter auf 0 Punkte. Ich bin runter auf 0 Punkte. Leute. Zwar das Stream Deck nicht, was funktioniert, aber ich kann die Clips natürlich noch manuell triggern. Das geht. Ist so ein bisschen umständlich. Willst du nicht noch etwas anderes tun? Nein, ich möchte den Hai nicht bekämpfen. Janicke hat 14 Subs! 14 Subs! Da sterbe ich schon wieder! Yannick! Alte Sau! Dankeschön! Hilfe! Aber jetzt sind wir bei 0. Dankeschön! Danke, Yannick! Du hättest dich wahrscheinlich versorgt! Dankeschön! Meine Güte! Danke! Dankeschön! Meine Güte! Ey, ich komm gegen den... Was ist mit dem Vieh? Ey! Ich krieg ja nicht mal die 3er-Hit-Kombo rein. Ich meine, ich muss die 3er-Hit-Kombo sofort haben, dann muss ich ihm sofort die Magie reindrücken. Das ist aber auch leichter gesagt als getan, ne? Was ist... Ach. Ich glaube, Stopp kannst du bei dem knicken. Ihr braucht, glaube ich, Stopp Ra, aber ich kann es probieren. Gravitas wäre halt ganz geil. Ich versuche jetzt mal... Gravitas zu nehmen. Stopp! Doch, tatsächlich. Gravitas scheint auch was zu bringen. Aber seine Stärke, seine Hiebe sind trotzdem zu heftig. Also Stopp bringt schon was, aber nicht viel. Weil es stoppt ihn halt so circa eine Sekunde. Und die eine Sekunde ist halt Nutz. Alter Schwede, ey. Jetzt hänge ich ja hier an der nächsten Wand. Oder muss ich erst noch woanders hin? Ich meine nicht. Bastian ist doch jetzt bei mir, oder? Story-wise. Das ist dem komplett egal. Ey. Komplett egal ist dem das. Was ich hier mache. Und Donald kann mich genau einmal heilen und dann hat er keinen Bock mehr. Dann stirbt er. Oh,
Aua! Wie soll ich denn... bei dem Arschloch... weil ich fressen Besen, wenn ich den dann irgendwann vielleicht nach einer Stunde oder so gelegt habe. Und dann war es das immer noch nicht, was wir machen mussten. Weiß es gerade echt nicht. Hat er mich überhaupt schon einmal getroffen gehabt, dass ich überhaupt... Was ist denn? Alles, was wir haben. In sein Gesicht schießen. Ich habe halt nur das Gefühl... Oh doch, guck mal, jetzt hat's geklappt. Immerhin. Meine Fresse, die gesamte MP-Leiste mussten wir den reinsetzen mit Feuer. Geht's jetzt? Ja, jetzt darf ich auch. Boah, ey, einfach mal angezündet. Haifischfloss-Suppe gekocht. Ist hier noch ein Safe Point vorher? Ja, hier rechts ist ein Safe Point, ne? Komm schon! Erstarre! Erstarre! Meine ich zumindest. Ja, Ursula wird jetzt auch richtig schön assi. Aber wir sind sowieso bei 0 Punkten. Wir haben im Moment literally nichts zu verlieren. So. Eisra Feurer, okay. Kein Elixier. So. Weiß nicht, ob das reicht mit den drei Äthern. Wir werden sehen. So. Das finde ich, das ist auch cool hier mit diesem komischen Kopf, wo du da reinschwimmst. Das sieht nice aus. Oh, okay. Verbratet ruhig eure gesamte MP vorher schon. Ihr seid so dämlich. Deine Zeit ist hallo, ihr Rome. Warum auch immer sie in dieser Szene nichts sagt. Wo ist sie? Oh!
Nicht gut. Komm, es geht. Hier geblieben. Nimm das. Hier. Bist du auf mein Kommando. Leben. Hey, sag mal. Nimm das. Immerhin, guck mal, Ariel heilt mich. Leben. Donald. Hier geblieben. Nein. Hier. Sag. Das glaube ich nicht mit dem. Komm schon! Ich habe keine Items mehr. Kann mich nicht mehr heilen. Ich, dabei hat sie mich gerade geheilt. So, was wir jetzt gleich machen. Weil es sind ja unsere Äther weg, ne? Oder? Nee, die sind noch da. Aber stimmt. Ich könnte mal die ganzen die Sachen abrüsten, die mir mehr LP geben. Das stimmt schon. Weil mein Vita reicht nicht, um das wieder aufzufüllen im Moment. Wenn ich Vitra habe, später ist es wieder was anderes. Aber im Moment ist das vielleicht kacke. Achso, da muss ich jetzt die Ability absetzen. Ich bin so natürlich Mega-Äther. Hi, Mammut. Okay, der Reißzahn gibt keine RP. Hab ich gerade verguckt. Ach, shit. Stimmt. Die Girlande ist es. Ja, aber der gibt mir halt mehr MP. Deswegen will ich den haben. Dann bringt's doch nichts, das abzurüsten. Aber bei, wir haben ja nicht viel zu verlieren, außer einen Try. Der sowieso gerade egal ist, weil ich sowieso bei 0 Punkten bin. Machen wir's mal so. Gute Galande. Toni. Boyona? Ich weiß es nicht. Toni 35, hi. Aber dir geht's gut. Vor allem jetzt werfen sie schon ihre Items, ne, die Idioten. Wetten? Ihr sollt das noch nicht benutzen, Mann. Donald wird doch direkt hyperaktiv und fängt an, die Sachen zu schmeißen gleich. Ich hasse das. Nimm das. Feuer und Wind, hört auf mein Kommando.
Ja, ich treffe noch nicht mal den Pott. Natürlich. Ich siege. Feuer. Komm schon. Hier. Donald. Feuer. Feuer. Komm schon. Blöde, fette Funzel. Gar nicht gut, gar nicht. Ja, natürlich. Es ist halt auch so assi, dass man nicht weiß, wie viel HP die haben, weil es Analyse nicht gibt, ne? Level 1 in Kingdom Hearts 1. Das ist halt super assi. Aber ja, warum gibst du mir jetzt. Weil er hat gerade eben wieder direkt sein Item benutzt, der Vollidiot, ne? Ist doch gehört. Ich hab mich doch gerade schon geheilt. Was soll denn der Kack? Der Heilzauber war doch schon in der Luft. Ey. Jetzt haben wir doch effektiv. Ja, natürlich. Der hat direkt den Mega-Ether benutzt, der Assi. Kriegt normaler Ether. Natürlich auch sowas wie ein Elixier mit reinnehmen, aber. Es wird mir alleine schon helfen, zu wissen,
was effektiver gegen Ursula ist, Feuer oder Eis? Na, das wäre schon ein Ding. Das würde schon helfen an sich. Nimm das. Leben. Nimm das. Hier geblieben. Feuer. Hier geblieben. Nimm das. Feuer. Hier Feuer. Ja. Wie oft muss ich denn dagegen hauen, damit das überhaupt passiert? Leben. Dreimal dann da, ne? Bei dem Moment. Bringt aber halt auch nichts, wenn die mich komplett auen, die beiden scheiß Aale hier. Oder Moränen oder was das sind. Soll ich denn hier irgendwas Vernünftiges machen? Mal dein Ding da rein. Ich muss dann da mehr Magie reinsputten. Ne? Ich habe halt immer Angst um meine MP, dass das leere geht. Farben sind egal. Tatsächlich. Die Farben sind egal. Es kommt auf das Timing irgendwie an. Die Farben sind tatsächlich scheißegal, meine ich. Oder nicht? Jetzt habe ich wieder keine MP und kann mich auch nicht heilen. Ja. Ich könnte auch natürlich Blitz gegen die Olle mal einsetzen, ne? Das habe ich auch noch nicht ausprobiert hier. Gossentorbi, danke dir für den Sub. Nehme mal Eisra raus und mach mal Blitz rein dafür.
Was? Warte auch mal. Wir fangen verwerfen hier. Subs verschenkt. 1, 2, 3, 4. Dankeschön. 4 Subs verschenkt. Anonymer Schenker. Okay. Danke, anonymer Schenker. Dankeschön. Ich meine, das ist egal. Geheimer Verehrer. Hört doch auf, eure Items jetzt schon zu verballern. Ich glaube, das ist mit den Farben wirklich egal. Bosskampf geschaut. Okay, dann danke. Dann probieren wir das gleich nochmal aus. Ich heile und das bringt nichts. Was soll ich denn tun? Das ist ja noch der Vorkampf. Der Kampf, wo sie ein riesengroßes ist, wird ja wahrscheinlich noch ekelhafter. Pinky, schön mit dir aus dem Haus, schön, dass du da warst. Das kommt wirklich viel Farben an, ja? 60% und 100%. Gut. Das ist good to know. Völlig egal, ob ich mich heile. Max Wolfsrain, Hallöchen. Wolfsrain, das war ewig nicht mehr. Das war ein Anime früher. Ewig, der hatte ich glaube ich bis eben gerade vergessen, bis ich ihren Namen jetzt gelesen habe. Donnerschlag!
Jetzt langt es doch gelb, oder nicht? Dann interpretiere ich das gerade falsch. Ja. Ups. Boah. Ich kann doch da jetzt nicht mehr gegen ankommen. Gab, dass er gerade ausgekontert hat hier. Den Angriff. Falsche. Komm schon! Aria kümmert sich um mich. Donald natürlich nicht. Ich brauche MP, P, 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 P. Ich check's nicht, welche Farbe wann da ist, weil ich mit Farben blind. Den anderen. Ich komme ja noch nicht mal dazu, den Kessel da zu kesseln. Ich keine MP hab. Wie oft ich dann da drauf zaubern muss. Ich habe das Gefühl, ich verschwende meine MP, wenn ich da zu oft zu schnell reinschieße dann.
Ein Wunder, dass ich da gerade nicht drauf gegangen bin. Aber ich werde jetzt drauf gehen. Weil beide von den Kackdingern da sind. Kuchengeist, danke für 3 Euro. Das wird so nix. Das wird so nix. Er trifft ja noch nicht mal. Ist egal. Ah, ey, da musst du auch noch auf den Winkel achten und überhaupt. Es ist schon scheiße. Oben leuchtet es gelb, unten leuchtet es rot. Ich weiß nicht, welchen Zauber ich dann da benutzen soll. Aber es leuchtet doch nie unten gelb, oder nicht? Das macht doch jetzt keinen Unterschied, ob ich da... Ja, doch, ja, okay, doch. Bünd die Alte an. Bei Maya hat das auch funktioniert. Boah, und dann schwimmen diese scheiß Dinger dir da. Boah, die Flinte. Komm schon. Geh mir nicht auf den Sack, Alte. Piss dich, Alte. Müssen einfach spammen. Komm schon! Das ist anstrengend. Leben, nimm das. Leben, nimm das. Damit geht's. Nimm das. Feuer. Sag. Ich liege. Feuer. Nimm das.
Hat nicht funktioniert. Ich kann mich nicht heilen. Na gut, jetzt kann ich mich heilen. Komm schon, damit geht's. Und dann heilen sie mich beide. Sora! Nimm das! Nein! Aus! Oh! Wow! Okay! Alter! Boah! Das kam jetzt völlig unerwartet gerade. Das werdet ihr mir büßen! Ja, Dreizack zurückholen wird nicht so viel. Oh, danke, Leute. Boah, war das ein Abfuck. Was für ein Fuckfest. Wir haben auch keine Items mehr alle, okay. Kann ich wieder reinmachen. Auch Astra wieder rein. Stimmt, die Gulande noch, ne? Ich will mehr MP hab. Danke, Mirso, für den Hinweis. Ich gehe nochmal schnell speichern. Boah, ey. Ey, ich hab selbst, wenn ich nicht schon auf dem Feld alle meine Punkte verloren hätte, wären halt jetzt auch alle weg gewesen. Ah. Ich hätte tatsächlich die Punkte für den Abschluss der Welten höher ersetzen sollen bei der Punktetabelle. Hätte, glaube ich, pro abgeschlossene Welt nicht 10 geben sollen, sondern 20. Aber ist auch das erste Mal. Auf sowas lernt man. Sind Erfahrungswerte, die du erst danach hast, ne? So, ist der scheiß Hai noch hier? Ja, ist er. Fick dich, Hai! Ne, sind nicht die Haie, das sind irgendwelche bekackten Quallen. Die sind mir aber furzpiep egal. So, durch welchen Ausgang muss ich jetzt? Durch den oder durch den? Ich glaube durch den, ne? Bin mir aber nicht sicher. Achso, nee, das ist der Geysir des Bösen, da kam ich her, na gut. Der braucht bald eine neue Identität, achso. Wupp, 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 wupp. Ups. Okay. Was für Arschgeigen. Meine Güte. Es ist mega dumm, dass Disney den Simulcast vom Bleach nicht hat, weil ich glaube, im Rest der Welt ist das so, nur in Europa nicht, ne? Mega dumm. Aber krieg ich nicht erst den Schaden bei den Gegnern, aber Aero Ra? Ich habe ja noch
erst nur Aero, noch nicht Aero war. Speichern. Erster Bra, sag ich doch. So. Ja, wo ist denn jetzt nochmal dieses Strömungsding? Kevko, Raids! Mit 71 Leuten, dankeschön! Danke, danke, danke! Dankeschön, Kevko! Hallo an alle, die von Kevko rüberkommen! Dankeschön! Prüfe ich jetzt alle Hunter-Hunter-Kapitel durch, ne? Hab ich mitbekommen. Ein bisschen viel. Ja, ich müsste Hunter-Hunter auch mal weiterlesen. Ich hab noch, bevor den Hiatus angefangen, habe ich aufgehört, Hunter-Hunter zu lesen. Weil es mir irgendwann zu viel Text war und zu wenig tatsächliche Panel. Aber jetzt ist eigentlich die beste Gelegenheit, auch wenn ich alle deutschen Bände hier habe. So, warte mal. Können hier lang. Denn jetzt? Ich bin ja nicht richtig. Hä? Bin ich jetzt hier schon beim Palasthof? Noch zu früh. Jetzt habe ich mich aber gerade auch ein bisschen verlaufen. Ich muss jetzt entgegen. Den Hinweisen schwimmen. Auf jeden Fall. Aha. Na komm, wir können noch ein bisschen stoppen. Give me your MP. Give it to me. Stop. Stop. Na, ich will die MP. Stop. Komm schon. Stop. Hammer rein. Ja. Komm schon. Klack, 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 klack. Immerhin der Push. Ich wüsste nicht, wie Manga-Kapitel live lesen anders ist als Manga-Kapitel als ein React auf YouTube zu lesen. Ich sehe da eigentlich keinen Unterschied. Oh crap. Oh crap. Ich war mir nicht sicher, ob da noch ein Bereich kommt. Ich hätte die Hütte benutzen sollen, ja. Und ich hätte Items verteilen sollen. Das ist nicht gut. Das hieß gar nicht gut. Ah, ist cool, dass sie auch so kommentiert, dass wir scheußlich schmecken und so. Wenn sie uns beißt. Das ist schon sehr cool. Aber ja, das wird auf gar keinen Fall jetzt was. Ich hätte Items vergeben müssen. Zu wehren.
ist der Alten egal, ne? Doch, die anderen sind ja auch nur down. Sie sind ein richtiger Napper einfach, ey. Mit ihrem Blas aus ihrer Fresse raus. Ja, hat Aria mich geheilt, aber too late. Okay. Ich wusste nicht, dass da schon direkt jetzt der Bossfight ist. Das wusste ich nimmer. Dann. Gebe ich Sora tatsächlich Elixiere? Ich muss eigentlich hinter sie kommen, ne? Das weiß ich. Moment mal! Nicht so schnell! Macht euch doch was gefasst! Auch, ich komm da nicht weg. Die Kamera ist hier der größte Feind in dem Bossfight, ey. Nicht Ursula, Kamera. Die Augen sind witzig, ne? Von der allen. Kann da jetzt noch was geben. Aber eigentlich, wenn ich bei der auf Distanz gehe und mit genug MP, kann ich sie vielleicht direkt wegpusten. So richtig wegpusten. Bin mir nicht sicher. Moment mal! Nicht so schnell! Leben! Donald! Komm schon! Kann ich den denn ausweichen? Die scheiß Blitze, ne? Wenn du eine Mille Vita heilt, reicht es genau, damit du nicht voll bist und somit One Hit. Donald wieder. Moment mal, nicht so schnell. Macht euch doch was gefasst. Geht doch. Was? Ihr wagt es? Kann ich ja nicht gebrochen. Feuer! Ja,
geht. Spring, der Scheiße. Sag! Macht euch noch was gefallen. Feuer! Reiche kleine Komm Biete! Schon. Ha. Oh. Ja. Ja, Rhea hört mich aber auch nicht komplett, glaube ich. Jetzt wird das natürlich gar nicht so eine Möglichkeit. Das ist mit den Elixieren nicht, ne? Das kriegen wir aber hin. Die Welt schaffen wir heute. Die Dreieck-Kombo bringt halt auch nichts. Weil ich exakt dann sowieso down bin. Weil mich ihr komischer Blitz da trifft. Wie oft willst du dein Ulti machen? Ja! Feuer!
ersten Blitze nerven halt so, ne? Nichts von dem, was du jetzt tust, gefällt mir, Ursula. So weit weg trifft sie gar nicht. Egal. Sie ist ganz definitiv kein Gänseblümchen, Alter. Sie ist eine Butterblume, das ist sie. Butterblume, das die Blitze schießt, ja, aber. Ey. Ich komme an die Alt nicht ran. Ursula spielt nicht in meiner Liga. Sie ist hotter als ich. Ich komme einfach nicht an sie ran. Mann, ich brauch die 3-Hit-Kombo. Geht doch. Echt jetzt? Wieder nicht was Effektiveres gegen Feuer oder Blitz vermute ich nicht. Ja, wenn sie Blitze selber schießt. Das ist zum Mäusemelken, ey. Ich erkenne ein Muster. Becken macht es gerne von hinten. Aber nicht mit Ursula. Ich knurze dich dann auch so an. Macht genau das. Die rollige Ursula, Hilfe. Ich hab schon wieder Bilder in meinem Kopf. Mit Ursula und Jensit. Hilfe. Kriegen wir noch klein. Kriegen wir klein. Müssen wir klein kriegen, die Olle. Moment mal. Nicht so schnell. Macht euch noch was gefasst. Macht euch noch was gefasst. Musst du doch nicht anvisieren, meinst du? Ich hab schon überlegt, aber... Dann geht's ja völlig rund hier. Ich krieg die 3 Hits nicht rein.
Stache! Der Stache! Macht euch auf was! Der Stache! Wow. Bin ich da auf einmal hingekommen gerade? Ich will nicht in Ursulas Möpse. Nein, weg. Was jetzt auch nicht rufen oder so, ne? Dem Exterminator, den ich jetzt habe, ist so Rufmagie halt auch richtig stark dann. Also eigentlich zumindest. Das lief gerade ganz gut kurz. Können die nicht auch mal was machen, jetzt die beiden da? Scheinbar nicht. Ich komme hier nicht mehr raus aus dieser Spirale. Ja, das war's. Und dann geht auf ihren Nacken. Das ist das, was der Chat vorhin meinte, ne? Irgendwie, man kann sich da irgendwie in den Nacken verhaken oder so, dass es dann kommt, ja? Das ist das. Das war gerade irgendwie... Gerade kurz war das... Easy, weil sie mich selber mit ihrer Schulter immer aus ihrer eigenen Attacke rausgeschoben hat. Ich weiß aber nicht, wie ich das hingekriegt habe. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal hervorrufen kann. Ich schieße einfach Eis auf ihre Zähne, dann kriegt sie diesen stechenden Schmerz, wenn man was zu Kaltes isst. So die Sachen, vor denen Dr. Best immer warnt. Ja. Dann hat ihr nichts mehr zu lachen. Ja, okay, da war wieder der One-Hit. Ich glaube, ich probiere es nochmal. Blitzring wäre jetzt gut. Damit mich die Zauber von den beiden zumindest instant heilen. Feuer!
Alter! Ja, am Nacken ist tatsächlich besser. Natürlich, komm. Habt ihr mit eurem bekackten Stopp? Stopp ist voll für den Arsch, vor allem wenn ich Stopp gar hat. Das ist genauso wie bei dem Hai, dann stoppt sie für eine Sekunde. Ja, wow. Das ist doch echt, echt wuchtspiep egal. Ja, ich glaube, ich habe jetzt noch die andere Ausrüstung drin, oder? Binde deine Nase an und du kannst nichts dagegen machen. Lande noch drin. Ich vorher noch mal den Bereich wechseln müssen. Ursula, die alte Kackkuh. Obwohl sie ein Tintenfisch ist, ist sie eine Kackkuh und eine Kotzkrücke. Obwohl sie keine Beine hat. Es wird langsam Zeit.
130 Euro für eine Player Sky Sora aus Kingdom Hearts 2. Sofern sie echt ist, ist das ein gängiger Preis, obwohl sie mal 70 gekostet hat, glaube ich. Die Player Sky von damals war noch nicht so teuer. Wenn du es von eBay hast, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sie eine Fälschung ist. Jetzt rastet die wieder völlig aus, ey, mit ihren bekackten Blitzen. Das ist ja quasi schon Phase 2. Wenn sie das macht, ist ja eigentlich in dem Sinne gut. Weil dann weiß man ja, dass man dem Ziel näher kommt. Aber nicht so. Wieder rein. Einfach instant down sind, ne? Wieso bin ich auf einmal da unten wieder? Die will mich immer zu ihrem Uterus schieben. Die hat einen Uterus. Moment mal, nicht so schnell. Macht euch doch was gefallen.
Ja, Ariel, das war dämlich gerade. Lass dich einer von diesen bekackten Blitzen, die ständig über deinen Kopf auftauchen, immer one-shottet, quasi. Das ist so für den Arsch. Moment mal, nicht so schnell. Macht euch auf was gefasst. Kommt schon. Donald! Leben, ja, Scheiße! Wollt auch einfach nicht an sie ran. Wie komme ich nur an diese Ursula ran? Ich bin ein glitschiger kleiner Happen, habt ihr gehört? Ob es besser ist, über ihren Kopf rüber zu fliegen. Oder links und rechts an der Seite vorbei. Ich habe das Gefühl, oben drüber ist besser. An der Seite vorbei. Ich wusste, was passiert, bevor ich tot war. Aber ich kann auch maximal immer nur so zwei Feuerbälle schießen, ne? Dann hat mich der Blitz. Boah, ey. Und dann siehst du, von da hab ich noch gedacht, oh klar, die Welt schaffen wir. Ja, ja. Jetzt sitzen wir hier wieder. Komm schon! Donald!
Ich weiß nicht, was gerade mit ihr passiert ist, aber es klang so, als hätte sie Schmerzen und das finde ich gut. See shit. Ob ich da überhaupt rauskomme aus dem Scheiß. Leben. Das hat sich ja sowieso ihr Dauerfeuer. Gar nicht mehr ran an sie. Wenn sie einfach mit dem Spam anfängt. Da komme ich ja gar nicht mehr. Ja. Ich will die Alte schaffen heute noch. Sowieso alleine gegen die, weil die anderen beiden machen ja sowieso nichts. Feuer! Moment mal! Nicht so schnell!
Der scheiß Seifenblasen. Ja, wir wagen es. Komm schon, Donald! Komm schon! Nicht so schnell! Es wird langsam Zeit, dass man euch Respekt beibringt. Ja, maximal, nee, ein Feuerball kann ich sogar nur. In der Situation. Ich würde mir jetzt weg da auch beschränken. Ganz nah hier dran bin, treffe ich das auch nicht, oder? Das wird euch nicht gefallen. Und ich weiß halt auch gerade gar nicht, ob das sie überhaupt trifft. Sie ist Donald! Ich weiß nicht, wie ich noch an die Alte rankommen soll, wie ich sie noch. Wie ich ihr noch Damage drücken soll. Was soll ich da jetzt noch machen? Ich habe keine Items mehr. Ich habe keine Teamkollegen mehr. Ich kann hier nur im Kreis schwimmen in der Hoffnung, dass Ariel, wenn sie gleich wiederkommt, mich heilt. Was anderes kann ich gerade nicht tun. Ah, siehste, sie hat mich geheilt. Aber sie hat mich da ja sofort wieder. Was soll ich da machen? Was soll ich tun? Gangster ist am Telefon. Ja, der höchstens.
nochmal machen, aber... MP aufheben und so. Funktioniert gut. Mit MP aufheben. Mal warten, bis einer von den beiden wiederbelebt wird. Gleiche kleine Biester! Danke, Ariel! Schon früher in der letzten Phase, oder? Kann das sein? War das schon wieder? Ist das hier? Also jetzt diesen Kram macht. Heil mich, Ariel, bitte. Halt zaubern viel, ne? Feuer! Das ist hier schon fast wie ein verfickter Dark Souls Boss, ey. Genau aufs Moveset achten. Genau die Schläge, die man machen darf, abzählen. Komm
nicht gefallen. Das wird euch nicht gefallen. Das wird euch nicht gefallen. Leben! Die gute Rolle. Ja, unter Wasser ist nicht so mit Rollen. Unter Wasser ist nicht so mit Rollen. Dark Hearts, es gibt Shadow Hearts. Ist noch eine JRPG-Reihe. Kann ich mal aufhören, nur Augen für mich zu haben. Ich sehe nicht, wo ihr Hals ist. Ihren Hals hat sie auch schon lange nicht mehr kennengelernt. Das ist ja nicht wahr. Leben! Das wird euch nicht gefallen! Komm schon! Leben! Komm schon! Das wird euch nicht gefallen! Ich weiß nicht, wer da gerade was geschmissen hat. Aber das war gut. Das ist weniger. Komm schon, Alter! Dein Ernst! Aber ich habe das Gefühl, ich komme weiter. Wenn ich schon mal in die zweite Phase komme von ihr,
ohne dass ich viel Magie auch, benutze und meine drei Elixier noch habe. Dann müsste ich eigentlich nur einen richtigen Platz finden und dann kann ich doch vielleicht mal ein bisschen Feuer spammen. Letzter HP-Leister, ja. Zu weit weg. Ach Mann, was muss sie denn da ihren komischen Nappa, Rikuben, weiß ich nicht, was Strahl machen. Das lief doch gerade eigentlich ganz gut. Eigentlich. Ist schon wieder so spät, ey. Wir müssen das noch heute schaffen. Ich will Atlantica abschaffen. Ich will Atlantica beenden. Ich will Atlantica abschaffen. Auch das. Ich habe halt keinen Bock mehr Zeit in dieser Welt zu verbringen, wie ich nicht unbedingt muss. Ha ha ha!
Boah, ey, ich... Kamera, größter Feind hier. Okay, da hätte ich gerade schneller schwimmen müssen, was ich getan habe, weil ich damit beschäftigt war, im Menü zu sein. Das müssen wir doch. Jetzt hänge ich hier wieder und denke mir die ganze Zeit, last try, last try, last try, last try. Wenn beide geklärt gerade. Ich bin genau reingesprungen. Wow. Oh, und jetzt bin ich tot. Wow. Das Ding ist.
selbst wenn ich meine MP habe bis dahin noch, ne, und ich mich da noch heilen kann, also das ist auf jeden Fall besser, als das nicht zu haben, aber ich komme trotzdem nicht an sie ran, weil sie spammt ja sofort ihren AOE da und dann habe ich genau eine Sekunde Zeit, mich zu heilen, und wenn ich das verkacke, dann bin ich in der Schleife gefangen, dann stunlockt die mich. Okay, das war der schlechteste Versuch bisher von allen. Richtiges Crime. Das war jetzt auch mal interessant. Auch hoffen, dass die beiden wiederkommen und mich heilen. Danke. Ich glaube, das eine hat gerade gar nichts gebracht, dass ich so viel Magie gespammt habe eben, ne? Ich weiß auch nicht genau, wo der Bereich ist, wo mich das trifft und wo nicht. Ich kann ja spaßeshalber mal Stopp machen, wobei ich keinen Stopp, nicht genug MP für Stopp. Aber es würde nichts bringen. Erreicht sie nicht mal. Komm schon! Feuer! Das wird euch nicht gefallen! Das wird euch nicht gefallen! Feuer! Leben, das wird euch nicht gefallen. Nein, nein. Das wird euch nicht gefallen.
Ey. Wann ist... Richie, mal endlich hier an den Minus zählen. Ey. Diese scheiß blöde... Hätten die müffelt? Wenn die an Land ist, stinkt die wahrscheinlich richtig. Ja, du machst das gut, Richie, danke. Es fühlt sich an, dieser Bosskampf, als wenn man versucht, einen Faden durch so, ein ganz so eine kleine Nadel zu bekommen. So fühlt sich das hier die ganze Zeit an. Auf jeden Fall bin ich mittlerweile besser, nicht von ihr getroffen zu werden. Hat sie mir Respekt beigebracht. Bin ich bestimmt noch frisch? Nee, nee, die stinkt nach was anderem. Wonach stinkt Ursula? Alter Sellerie, der schimmelt. Der so feucht-schimmelig ist. So richtig muft. So richtig. Konnte ich mich gerade nicht heilen. Was soll denn der Scheiß? Ey. Das riecht so, wie wenn ich früher Muscheln vom Strand heimgebracht habe und da noch was drin war. Was zum Verwesen war. Ja, wahrscheinlich. Das kommt sicherlich sehr gut hin. Ich habe das Gefühl, aber wenn man das einmal raus hat, so ein bisschen mit hinter ihr bleiben,
dass es dann doch deutlich besser geht. Auf jeden Fall. Aber im Bigger Picture bringt mir das trotzdem nichts. Ich wollte mit Magie besiegen, ne? Und eigentlich hau ich die ganze Zeit nur drauf. Moment, komm schon! Nicht so schnell! Macht euch auf was gefasst! Damit geht's! Macht euch auf was gefasst! Ah. Komm schon! Jetzt haut Ariel richtig rein hier. Schmeckt ja scheiße. Es wird langsam Zeit, dass man euch das Feuer bringt. Alle geht's. Leben. Das wird euch nicht gefallen. Nee, wird's auch nicht. Ursula, warum bist du nur so scheiße? Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Nein. Jetzt komm ich nicht an sie ran. Ey. Ja, natürlich, komm. Mach deinen Pissstrahl da, ey. Und ich hatte sogar einfach noch zwei Elixiere gerade eigentlich. Ja, nee, gute Nacht. Schön, wie du hier Hause baust. Schön, dass du da warst. Danke für deinen Support. Wir müssen die hier kriegen. Morgen soll's Kalamari geben.
Nichts kann so scheiße schmecken, wie die scheiße die Ursula hier abzieht, ey. Schwarzer Rauch Blut. Schwarzer Rauch ist ihre Tinte. Das ist ein Tintenfischmensch. Wenn man sagt, müssen wir ja nicht Woddemol sagen. Ja, das müssen wir modden. Jedes Mal, wenn Ursula sagt, warte mal oder Moment mal, sie sagen Woddemol. Das wäre gut. Platz 1 der Nexus Mods Charts. Woddemol. Ursula Woddemol Mod. Das ist aber auch so ein bisschen der Wurm drin. Meine letzten Tries waren alle nicht so gut. Ja.
Freche kleine Biester! Alle geht! Komm schon! Dora! Leben! Go, go, Bacon Rangers. Ja, Bacon Rangers, nur, es gibt nur einen Bacon Ranger. Keine Bacon Rangers. Plural ist nicht existent. Gefallen wird, dann hört auf damit. Das wird euch nicht gefallen. Das wird euch nicht gefallen. Damit geht. Leben. Das wird euch nicht gefallen. Komplett verkackt hier. Ich sehe gar nichts. Mach was. So mal fett. Das wird euch nicht gefallen. Leben. Das wird euch nicht gefallen. Leben. Was ist denn? Danke, Möso. Ich will die jetzt aber auch schaffen, aber es ist schon sehr spät. Ich muss gleich Schluss machen hier. Komm, das ist jetzt Last Try. Ah, ist das nervig. AOE-Scheiß nicht ständig machen würde. Und später, dann würde es auch gehen. Komm schon!
Es war so gut, ne? Es lief gerade so gut. Jetzt bin ich aber greedy. Es war gerade so gut. Ich will es noch einen Versuch. Das lief gerade so gut. Immer wieder hingeschwungen, schnell Feuer reingedrückt und dann wieder zurück und so. Es lief gerade so gut. Ist immer so, ne? Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Und das hier ist gerade ein richtiges Fuckfest. Haben wir 3 oder 4 Streams gebraucht auf Critical damals. Es war nicht nur einer. Scheiß gelbe Pissstrahl. Aber gut, ey, Leute, es ist spät. Wir müssen jetzt Ende machen hier. Es ist too late. Oh.
Okay. Mittwoch. Mittwoch machen wir Disney Dreamland Valley. Und Sonntag geht's weiter mit Ursula. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid dann. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in die Woche. Vielen Dank fürs dabei sein. Tschüss mit Ö. Hause Bouncer. Und may your heart be your guiding key.